Willkommen zu Zeros Wunderküche. Heute habe ich einen leckeren Nachtisch zum Ostern. Ich habe die Kinderüberraschungseier mit einer leckeren Mousse gefüllt. Dieser Nachtisch ist so lecker und sehr einfach zu machen. Dann starten wir doch los. Die Zutaten sind 4 Überraschungseier, 200 Gramm weiße Kuvertüre, 200 Gramm Schmand. Wenn ihr keinen Schmand zu Hause habt, dann könnt ihr auch saure Sahne nehmen oder Creme Fraiche. Dann eine Packung Sahnefest, eine Packung Schlagsahne und etwas Vanilleschote. Für die Dekoration brauchen wir ungefähr 30 Gramm weiße Kuvertüre, die habe ich schon im Wasserbad schmelzen lassen, und gelbe Gelpaste. Zuerst fangen wir mit der Dekoration an. Dazu werde ich die weiße Schokolade mit etwas Gelpaste einfärben. Eine Messerspitze reicht da komplett aus. Aus Backpapier habe ich mir einen Spritzbeutel gebastelt. Da fülle ich jetzt die Schokolade hinein. Auf ein Backpapier werde ich jetzt 8 Kreise zeichnen. Die Schokoladentropfen lasse ich jetzt komplett auskühlen. Für den Mousse schlage ich zuerst die Sahne auf. Die Sahne ist bereit. In die Sahne werde ich noch den Schmand dazugeben und später die weiße Kuvertüre. Die Kuvertüre habe ich über dem Wasserbad schmelzen lassen und die ist ziemlich abgekühlt, sodass die Sahne nicht schmilzt. Der Mousse ist somit fertig. Die Überraschungseier packe ich zuerst aus und trenne sie dann vorsichtig durch die Mitte. Mit der Mousse fülle ich dann die Eier. Von der Mousse ist sehr viel übrig geblieben. Damit könnt ihr noch ungefähr 10 bis 15 Überraschungseier füllen. Auf die Überraschungseier lege ich noch die Eigelbe drauf. Unser Osternachtisch ist somit fertig. Jetzt lasse ich die Überraschungseier 30 Minuten im Kühlschrank kühlen. Der Osternachtisch hat sich jetzt im Kühlschrank ausgekühlt. Die sehen so süß aus wie ein echtes Ei. Jetzt möchte ich einen mal ausprobieren. Der Nachtisch schmeckt so lecker, er ist auch nicht mächtig. Ich empfehle es jedem nachzumachen. Ihr werdet dabei sehr viel Spaß haben. Und die Zubereitung ist sehr einfach, sie ist auch nicht zeitaufwendig. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf einen Daumen hoch freuen und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das Video weiterteilt. Abonniert meinen Kanal kostenlos und folgt mir auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Video. Tschüss!